Die meisten schimpfen ja drüber, dass sie keine Ware haben, aber irgendwie hat es Christian geschafft, hier aus Losheim, Forthändler aus Leidenschaft und das Ganze schon seit, ich glaube, über 500 Jahren, seit der Forthändler, Raptor zu bekommen, Ranger zu bekommen, ganz viele Nutzfahrzeuge und ganz viele Ecosports zu bekommen. Ich grüße dich, Christian. Hallo, grüß dich, Sven. Hi. Ja, wir sind in Niederlosheim. Du bist einer der ältesten Forthändler Deutschlands, so kann man sagen, oder? Ja, also wir gehören mit Sicherheit zu den langjährigsten Forthändlern, das mit Sicherheit. Längste weiß ich jetzt nicht, aber wir existieren schon seit weit über 60 Jahren. Ja, du selbst hast was studiert eigentlich? Maschinenbau studiert, ja. Eigentlich konträr hierzu, weil ich habe nach meiner Ausbildung hier als Kfz-Mechatroniker noch ein Studium als Maschinenbauer gemacht, ja. Fertig auch, ja. Ich war ja so, viele sagen, ich habe ein Studium gemacht, ja. Nee, Nein. Fertig auch, war auch noch in der Entwicklung bei einem anderen deutschen Hersteller gewesen. Sollte da übernommen werden, aber habe mich für die Nachfolge des Unternehmens entschieden. Ja, du hast etwas ganz Besonderes geschafft. Wir werden mal nicht erzählen, wie, aber du hast ganz viele Fahrzeuge lieferbar. Kommen die denn, sind die für den deutschen Markt bestimmt? Ich frage mal so. Ganz genau, selbstverständlich. Es sind deutsche Fahrzeuge, also sie sind nicht Reimport oder irgendwas? Nein. Nee, es sind deutsche Fahrzeuge. Ja, also wir konnten es schaffen, mutig vorzubestellen im Grunde, dass wir jetzt in der glücklichen Lage sind, den Kunden auch sofort verfügbare Ware anbieten zu können. Ja, wir können unterscheiden haben wir uns aber aktuell halt von den meisten Mitbewerbern. Raptor Fox Fahrwerk, was ist hier drin? Ganz genau, ja. Das hier ist jetzt natürlich eines der speziellsten Modelle, das wir aktuell anbieten können. Klar, Ranger Raptor, Traum von jedem Mann, glaube ich. Guck mal hier unten, da die Trittstufe, die ist schon ordentlich. Das ist eigentlich vom Preis-Leistungs-Verhältnis her ein Hammer-Angebot, oder? Ja, sind wirklich extrem tolle Fahrzeuge. Ja. Allein hier die Abdeckung hier oben, die kostet, glaube ich, 3.000 Euro. Ist richtig, ja. Die ist auch nur exklusiv beim Raptor in dem Schwarzton gehalten, bei den normalen Ranger-Modellen eben in Silber. Aber man hat hier einfach noch mal ein bisschen das exklusiver gehalten. Spoiler mit drauf, mit allem drum und dran. Warte, ich zeige es mal gerade hier vorne. Die Aufkleber sind ja mit dabei, nehme ich an. Ja, genau. Das ist ein Traum. Er wird oft als Zugfahrzeug für Unternehmer verwendet, weil der eine LKW-Zulassung hat und unter 3,5 Tonnen ist. Genau, also erstmal Thema LKW-Zulassung ist wichtig, was eine eventuelle 1%-Regelung anbetrifft. Kfz-Steuer ist natürlich dann Thema als LKW-Zulassung unter 200 Euro Kfz-Steuer. Unter 200 Euro? Unter 200 Euro, genau. Man muss halt schauen, was die Anhängelast anbetrifft. Also wir haben beim Raptor halt das Thema, aufgrund des speziellen Fox-Fahrwerks, sowohl vorne als auch hinten, hat er eine Anhängelast von 2,5 Tonnen. Unser normaler Raptor, der wirklich ein richtiges Zugfahrzeug ist, der hat 3,5 Tonnen. Ja, ja, da gehen wir. Als Handwerker gucken, wenn ich natürlich mit den 2,5 Tonnen hinkomme, dann ist das hier einfach nochmal ein optisches Highlight des Fahrzeugs. So, wir drehen heute für alle Fans am 12. September 2022 zu einer Zeit, wo viele sagen, naja, wir können nicht garantieren, wann sie kommen. Du hast eine Preisgarantie, du hast eine Liefergarantie für alle Bestandsfahrzeuge. Das heißt, wenn der Kunde unterschreibt, der Preis bleibt. Ganz genau. Das ist im Moment das wichtigste Thema. Das heißt, wir wissen zum Teil, wenn wir Liefertermine seitens des Herstellers bekommen, wissen wir gar nicht, wie verbindlich sind die. Das heißt, wenn die angeben ein Jahr, dann kann es auch sein, es dauert 2 Jahre oder kommt gar nicht. Die Option gibt es auch, wenn es zwischendurch nochmal Modellwechsel gab. Komm, wir schauen mal kurz an. Da sind wir wirklich froh, alles was hier steht, hat im Grunde eine... Moment, ich mach mal ein bisschen schöner. Alles was hier steht, hat einfach Preisgarantie und ist einfach halt verfügbar. Und es ist nicht irgendein Märchen, dass das Auto in 3 Monaten kommt oder in 5 Monaten kommt. Sie sind hier. Ganz genau. Und nachher kommen sie einfach nicht. So, du hast noch ein paar Raptor, wir dürfen nicht drüber reden, aber konkrete Anfragen ruhig stellen. Ist es einer noch da, glaube ich, noch einer? Ja, wir haben noch genug. Zugriff auf mehrere. Genau. Zugriff auf mehrere. Und das ist jetzt kein Witz, Ford Performance steht drauf, das hast nicht du draufgeklebt, oder? Nee, das ist alles so werkseitig, wie es jetzt draufsteht. So, Hand aufs Herz, deutsche Fahrzeuge, du gibst sie auch noch ab mit Rabatt. Was soll das? Ja gut, halte ich für mehr als nicht, also es so sollte es sein. Du also könntest ja zum Listenpreis aber verkaufen. Ja, ich finde es unverschämt, wenn, das sieht man ja in der aktuellen Zeit, dass einfach die Händler sagen, okay, ich habe das Auto hier stehen, ihr könnt im Wettverfahren darum bieten, wer der Höchstbietende ist, der kriegt das Auto, finde ich irgendwie ein bisschen unseriös. Also wir haben schon immer mit hohen Rabatten gearbeitet und arbeiten nach wie vor damit, weil ich einfach... Darf ich kurz aufklären? Es gibt ein Ford-Werk hier im Saarland, über Ford-Mitarbeiter, Angehörige 3., 4., 5. Grades, da gab es so eine Regelung, kamen die Leute an hohe Rabatte ran. Ja. Ich sag mal teilweise 20%, die da drin waren und du bist damit groß geworden und ich sag mal, bei dir geht es irgendwie, du bist ziemlich happy im Moment. Ja? Du sagst, ich brauche gar nicht so viel mehr Geld verdienen, ich will mein Geschäft machen, den Leuten gute Autos geben. Ganz genau. Also
wir sind froh mit jedem Kunden, der im Grunde ein Auto erwirbt bei uns, der auch später nochmal als Werkstattkunde bei uns landet. Das zählt für mich mehr, anstatt irgendwie einen hohen Profit da am Fahrzeug zu machen. Ja. Deswegen, also hast du das Thema mit den Mitarbeitern angesprochen. Also die PKW-Modelle, zu denen wir eventuell dann gleich kommen, die haben noch deutlich höhere Rabatte, als das Mitarbeiterkonzept bietet. Ja. Farbe hier, was ist das für eine Grau? Audi Grau. Mystic Grau in Deutsch, Conker Grey im Englischen. Ja, okay. Ist so eine Spezialfarbe, ist matt, also ist kein Metallic-Lack, ist aber im Grunde die Topfarbe im Moment für das Modell Ranger Raptor. So, genau. Da vorne stehen schon ganz viele Wildtrak. Du hast viele Wildtrak verkauft. Hier vorne steht ein Wildtrak. Ist er neu, der steht? Genau, der obere, der schwarze. Hier vorne ist leider, das ist kein Ford, der orangene. So, es kommt doch schon mal vor, dass die Leute andere Fahrzeuge in Zahlung geben. Genau, oder? Also man sieht es hier, der Kunde hat tatsächlich einen... Warte, ich zeig mal gerade, wo wir sind, wo wir gerade hier am Schild sind. Hissler heißt das Unternehmen, wir haben schon viele Videos gemacht, Niederlosheim. Leute kommen aus ganz Deutschland zu dir, ja. Du hast ja da so einen Status erarbeitet als Ford-Händler. Ziemlich cool finde ich das. Durch, ich sag mal... Guten Einkauf, kann man so sagen? Ganz genau. Also wir haben wirklich gerade die Nutzfahrzeugpalette oder generell auch PKWs. Also ob jetzt der Kunde aus München kommt, aus Hamburg kommt oder aus Berlin kommt, egal wo. Wir haben halt sehr gute Prozesse auch entwickelt, wie wir es dem Kunden so einfach wie möglich machen können, sich per Internet oder per Telefon mit mir in Verbindung zu setzen und das Fahrzeug im Grunde fertig zugelassen hier stehen zu haben, wenn der Kunde kommt und im Grunde einmalig zur Abholung hier erscheinen muss. So, das ist LKW auch, oder? Genau, das ist jetzt unser im Grunde gleiches Modell, also der Ford Ranger Wildtrak. Ich sag nur gerade wegen CO2, also CO2 brauchen wir hier nicht, oder? Nein, ist auch ein LKW, genau. Hat eben die 3,5 Tonnen Anhängelast. Auf die Pritsche darf eine Tonne. Ist der 2 Liter Biturbomotor mit 213 PS, 10-Gang Automatikgetriebe. Also, der geht gut? Ja, wirklich traumhafte Fahrzeuge. Der ist knatschneu. Ja, vor allem auch ein immer größerer Trend für als PKW-Ersatz. Also wir haben ganz viele Familien, die auch auf einen Ranger umsteigen. Mein Bruder ist bestes Beispiel dafür. Der fährt ein solches Fahrzeug im Grunde als... Also mega Zuglast. Du kannst ja hinten hier als Add-on noch eine Kabine oben drauf machen, eine kleine. Dann hat er schon die Abdeckung mit drauf. Die ist abschließbar. Das heißt, auch hier kannst du zumachen. Und natürlich Anhängelast. Der liegt wie ein Brett auf der Straße. Ja. Spritverbrauch, was hat's? Realer Spritverbrauch? Nee, tatsächlich zwischen 8 und 9 Liter. Gut, damit kommen Sie hin. Fahre ich nicht meinen Hilux, muss ich sagen. Der braucht so zwischen 10 und 12. Nee, also hier wirklich realer Verbrauch, 8 bis 9 Liter. So, der hat ganz viele Extras mit drin. Genau, so Wildtrak, sehr hohe Zusatzausstattung, voll LED-Scheinwerfer. Einparkhilfe vorne, hinten, Rückfahrkamera, Abstandsautomatik. Navi, Sitzheizung. Also volle Hütte. Heizbare Frontscheibe, genau. Also die Wildtraks sind einfach generell in der maximalen Ausstattung. Double Cap gibt es hier nur, oder? Oder gibt es da irgendwie Single Cap oder sowas? Aktuell tatsächlich Doppelkabine, ja. Hier steht er, also knatschneu. Davon sind noch mehr da? Noch mehr Wildtrak? Genau, also die haben wir in Schwarz, in Grau, in Orange, in allen möglichen Farben auch direkt verfügbar. Da gibt es auch Rabatt? Ganz genau, da gibt es auch ordentlich Rabatt. Also die liegen im Moment Verkaufspreis bei Größenordnung 50.000 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Inklusive Steuer, das heißt also Runde... In dieser Vollausstattung mit dem elektrischen Laderaumrollo. Also voll. Voll, genau. Genau, für roundabout 40 plus Steuer, also rund 50 inklusive. Genau, ja, genau. Plus, minus, also nagelt mich nicht fest. Das, was besonders, du hast Transit Star. Ganz genau, ja. Das ist jetzt der größte Transit, den es tatsächlich gibt. L4H3. L4H3 Heavy Duty, also ein 5-Tonner. Warte, ich zeig's mal hin, ist auch eine spezielle Bereifung, auch Zwillingsbereifung. Ja, genau. Zwillingsbereifung ist mit einem 10-Gang Automatikgetriebe mit Heckantrieb. Also das ist ja im Grunde Nonplusultra, was Thema Zuladung anbetrifft. Wäre auch ein tolles Basisfahrzeug als Wohnmobilausbau, oder? Ja, ganz genau. Der wäre echt, da wäre super Platz drin. Preis für den? Ist noch nicht mal so schlimm. 45.000 brutto. Brutto? Ja. So, das heißt, also hier könnte man anfangen. Der ist aber volle Hütte. Ihr habt den schön bestellt, sehe ich gerade. Kupplung ist dran? Genau, der ist auch mit Anhängerkupplung, mit heizbaren Sitzen, heizbarer Frontscheibe. Also man kann auch in Transit-Segment eine ordentliche Ausstattung bekommen. Man sieht oben, ist wahrscheinlich jetzt schlecht zu filmen, gegen das Licht, mit Rückfahrkamera, mit Beleuchtung nach hinten, genau, ja.
Das ist im Grunde, wenn ich rückwärts fahre, hier hinten noch beleuchtet. L4H3. Cool, dann noch auf 4,5 Tonnen. Also das wäre schon fast mein Auto. Der hat auch zwei Türen oder eine Tür? Der hat eine Tür, gell? Schiebetüren meinst du? Eine, ja. Eine. Wäre optional, aber auch mit zwei zu bekommen. So, also ein schönes Fahrzeug. Drei Sitzplätze vorne, hinten zu. Wäre natürlich ein tolles Stealth-Fahrzeug, wenn du unterwegs bist. So als, ich sag mal, in geheimer Mission. Genau. Man könnte jetzt ein Wohnmobil hier draufbauen. Das würde mir gefallen. Aber auch die kleinen Transits. Das sind jetzt normale Transits, genau, Custom, ist, oder? Genau, das ist Transit Custom von der Modellfamilie her. Ja, auch klassisches Handwerkerfahrzeug. Sofort lieferbar. Der ist auch, die sind beide der sofort auch. Lieferbar. Ja. Der auch. Der auch, ganz genau. Der auch. Das alle, die hier stehen, ne? Alle, die hier stehen, ja. Also das hier sind auch dann Modelle, da gibt es zwei Längenvarianten, L1 und L2. Thema Rückfahrkamera, also hier, ich glaube, der L1 hat sogar einen großen Bildschirm drin, der ist mit Rückfahrkamera. Preis ungefähr von denen? 38, 39 brutto. LKW-Zulassung. LKW-Zulassung, ja. So, auch hier immer schöne Ausstattung. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Also alles, was wir bisher gesehen haben, LKWs. Also wundert euch nicht wegen fehlender CO2. Die gibt es bei PKWs. 39,9 inklusive Mehrwertsteuer, 33,5 plus Steuer. Genau, so siehst man hier, ist Listenpreis etwa 51 gewesen. Das heißt, wir haben trotz der geringen Verfügbarkeit, rabattieren wir trotzdem um 11.000 Euro. Cool. Hier vorne steht noch einer. Die sind jetzt gleich, oder? Oder ähnlich? Das ist ein L2, der ist dann 35 cm länger in der Ladefläche. Ansonsten sind die exakt identisch. Preis ähnlich? Macht 800 Euro aus. Okay. Ist kein nennenswerter Unterschied. So, das heißt, wenn man etwas kürzer, etwas länger baut, auch hier tolle Basis für ein Reisemobil. Wenn ich Stealth unterwegs sein will, zum Beispiel als Handwerker, würde ich mir fast den holen. Man kann ihn ja innen ausbauen. Es gibt ja Systeme, die du rein und raus machen kannst mit Airline-Schienen. Haben mir jetzt viele gezeigt. Das geht ruckzuck. Das ist cool. Hier vorne steht was? Das sind jetzt wahrscheinlich gebrauchte Junge? Das sind richtig klassische Gebrauchtfahrzeuge. So, davon hast du auch noch einige. Aber wir gehen mal runter, denn da stehen ganz viele Neufahrzeuge. Genau. Das klingt jetzt so, als wollten wir euch veräppeln, aber das ist wirklich nicht so. Du hast Neufahrzeuge und zwar nicht nur einen, sondern wirklich viele. Ja, tatsächlich. Also einen großen Bestand. Wir haben ja halt hier auch nur begrenzte Stellplätze, was wir nach außen zeigen können. Quasi noch einen separaten Stellplatz für das Ganze immer noch mal aufzufüllen. Ist vielleicht also auch ganz gut, oder? Wenn die das nicht alle sehen. Ja, genau. Also es ist irgendwie für ein gewisses Portfolio müssen wir uns hier vorne im Ausstellungsbereich entscheiden, haben aber immer die Möglichkeit, noch mal aufzufüllen. So, hier steht was? So, das ist Ford EcoSport. Also klein SUV im Grunde in verschiedenen, ich sag mal, verschiedenen Grundausstattungsvarianten. Wir haben hier beispielsweise die Titanium-Modelle. Und dann kommen wir ein bisschen weiter durch die ST-Line-Modelle. Komm, ich filme das mal kurz ab, dass wir das mal sehen. Hier haben wir CO2. Also 5,2 Liter Kraftstoffverbrauch. EcoSport ist eh unglaublich sparsam, der Motor. Ganz genau. Also wir haben einen 1 Liter EcoBoost-Motor, der im Grunde also einer unserer besten Motoren, die wir im Portfolio haben. Die alle laufen damit, also EcoSport und später auch den Puma laufen alle mit dem 1 Liter Motor. Super Leistungsentfaltung, aber auch sehr, sehr sparsam im Grunde. Sieht man es. Auch hier ordentliche Rabatte. Ich habe gerade eben ein Pärchen da, die haben gerade gekauft. Die haben dann gefragt, gibt es da noch Werksrabatte? Hast du gesagt, ich kann euch sogar noch mehr bieten. Ganz genau. Das war tatsächlich, wir haben halt hier diese Situation, dass ja auch Bekannte zu den Konditionen kaufen können. Ich habe gesagt, müssen sie nicht. Ich habe ihnen den prozentualen Nachlass einmal ausgerechnet und gesagt, sie haben eh schon mehr drauf bekommen. So, stehen ganz, ganz viele. Das Modell gewesen, wir hatten das Verkaufsschild reingegeben. Achso, jetzt ist er gerade verkauft, wie er da ist. Aber EcoSport, da kannst du nichts falsch machen. Schöner Kleinwagen für Fahranfänger auch, oder? Genau, also klein SUV im Grunde, ein schöner, höherer Einstieg. Das heißt, auch die älteren Personen kommen sehr gut mit dem Ein- und Aussteigen hier zurecht. Weil einfach ein jetzt hat er mich gerade angeschaut wieder. Ich verstehe das gar nicht. Als das Wort ältere Personen fiel. So, ich schau mal kurz. Ford EcoSport ST-Line. Das ist jetzt eine gute Ausstattung? Genau, ST-Line ist im Grunde vom Optischen noch mal ein bisschen aufwendiger, ein bisschen schicker gestaltet. Ausstattung immer schön, auch mit Rückfahrkamera, mit allen möglichen Assistenzsystemen, mit LED-Scheinwerfern, mit allen möglichen Heizfunktionen. Deutsche Fahrzeuge, also keine Reimporte. Ganz genau, ja. Gut, du bist ja auch Ford-Händler, deswegen, ich sag mal, betone ich das so. Ist da überhaupt noch jetzt ein Unterschied, wenn du die aus Spanien kriegst oder so? Tatsächlich, nein, wir haben ja verschiedene Ausstattung meine ich. Ja, wir haben ja verschiedene Produktionswerke, die sind ja logischerweise nicht alle in Deutschland ansässig. Jetzt hier ein EcoSport, der kommt ja aus Rumänien, die Ranger, die wir gesehen haben, Südafrika, unsere Transits aus der Türkei. Das heißt, es wird sowieso relativ global produziert. Von daher gibt es keinerlei Merkmale, was die Ausstattung jetzt anbetrifft. Der ist neu, der Kuga hier?
Der ist auch neu, genau. Also wir haben auch diverse Modelle Kuga aktuell. Da haben wir sogar bei den Kugas eine Sonderaktion mit 30% Nachlass auf alle verfügbaren Fahrzeuge. Also der ist auch deutsch? Ja. Er wird in Spanien gebaut. Also der wird in Spanien gebaut, ist aber für den deutschen, so laut sagen, ja. Ist auch für den deutschen Markt gedacht. Genau, ja. Das ist ja wichtig, weil viele sagen, naja, ein Reimport, es sind die gleichen Autos und so weiter, aber du bist ja Original-Ford-Händler, du bist Vertragshändler von Ford, nicht nur für Service, sondern auch für Neufahrzeuge, oder? Ganz genau. Ja, im Grunde Thema Kuga, will man im Moment nicht zu laut sagen, was halt dieses Werk anbetrifft, weil es ja da diese medial, denke ich, jeder mitbekommen hat. Was ach so, hier Saluy oder? Ja, zwischen Saluy in Spanien abgegangen ist, ja. Aber hier eben auch sehr gute Verfügbarkeit aktuell bei uns und daher können wir auch entsprechend hohe Nachlässe verteilen. Du bist jetzt ungefähr wie alt bist du? Du bist also 32. 32. Ja, werde ich jetzt. So, du bist Ingenieur, richtig? Ja. Ich muss das nämlich für die Anmoderation irgendwie hinkriegen, dass du das Ganze hinbekommen hast. Custom, sofort lieferbar, das ist schon fast eine Frechheit, oder? Ja, Custom ist tatsächlich aber so schnelllebig, also was heißt so schnelllebig, so wie die Fahrzeuge da sind, sind sie auch eigentlich schon wieder verkauft. Also sehr, sehr gefragtes Modell, schon über Jahre hinweg. Also was da an Lager kommt, ist und wird irgendwie online geschaltet oder publik gemacht, ist innerhalb von einer Woche vergriffen. Auch für den deutschen Markt, ich muss wie immer wiederholen, du hast gar keine Reimporte hier, oder? Das nee. Heißt von Händlern aus Spanien zugekauft oder so? Nein. Nee. Du kriegst sie direkt vom Werk? Klar, ja. Sie waren zumindest alle berechnet auf eine Firma namens Hissler. So kann man sagen. Ich guck mal gerade hier vorne rein. Ziemlich cool ist die Auswahl, Farben und so weiter, Custom. Kommt da auch demnächst ein neuer? In der Tat wird es nächstes Jahr eine Produktänderung geben. Ja. Wird optisch ein bisschen anders werden. Ich hoffe mal von der Motorisierung nicht anders, weil so ein Modell lässt sich nur gut und vernünftig mit einem Dieselmotor antreiben. Ich hoffe, dass man hier nicht nochmal irgendwo diese Elektrokarte ziehen wird. Wir werden sehen. Ich meine, wenn man es nicht ändern kann, dann wird es kommen. Ich habe ja gemerkt, Peugeot hat jetzt nur noch Elektro teilweise in manchen Gebieten. Da schimpfen viele über die Reichweite, sagen, naja, selbst als Handwerker, wenn du dann doch mal nach Frankfurt fahren musst, dann wird es schon eng. Aber man kann ja mittlerweile auch aufladen. Aber so ein Dieseltank, wie lange hält der? Wir haben 70 Liter Tanks, damit kommen sie eben 1000 Kilometer weit. Und das halt eben dann auch mit einem Tankstopp zwischendurch mit von 5 Minuten. Das heißt, jo, also sie können unbegrenzt fahren. Ja, wäre jetzt natürlich eine lange Debatte. Christian, wir lassen es einfach sein. Elektromobilität und Verbrennungsmotoren zu diskutieren. Man merkt mir, denke ich, an, dass ich noch nicht so d'accord bin mit der Elektromobilität. Es geht ja auch darum, solange, ich sag mal, ihr nichts zu bieten habt, zumindest mal für den Handwerker. Ich sag mal, wer jetzt privat unterwegs ist, ich sage, okay, ich plane die ganzen Pausen ein. Ich muss damit rechnen, dass auch mal eine Ladestation kaputt ist. Habe ich jetzt öfter bei Tests gelesen, bei Heise. Da sind die gefahren, so auf dem letzten Meter, sind hingefahren und dann ging die Ladestation nicht. Genau, Software abgeschaltet, irgendwie Fehler, Software-Update ging nicht. Ja, ja. Und dann stehst du erstmal da. Ja. Und deswegen zeigen wir demnächst was ganz Besonderes von einer Firma aus Nordrhein-Westfalen. Okay. Ein kleines Gerät, du stellst in den Kofferraum. Das kannst du anschließen und das Auto quasi so eine Art Notkanister für dein Elektroauto, damit du nochmal 10, 15 Kilometer weit kommst. Mhm. Und das kannst du einfach hinten reinstellen, wiegt ungefähr 10 Kilo und das Aufladen dauert circa eine Stunde und dann kannst du wieder fahren. Ja, ist tatsächlich schon ein Geschäftsmodell geworden. Mobile Akkus im Grunde oder Akkufahrzeuge. Das heißt, es gibt Pannendienste in dem Sinn. Ja, die laden auf, oder? Ganz genau. Die haben im Grunde einfach Akku-Packs im Starkstrom. Grunde drin. Ganz genau. Und wenn irgendwo jemand liegen bleibt durch Reichweitenprobleme, ja, kannst du im Grunde vom Fahrzeug aus oder vom Pannendienst aus betankt werden. So. Ja, ich sag mal, Thema Handwerker sehe ich ist gut, Christian. Ich weiß, du kannst dich nur noch reinreden, weil du weißt, wie es ist. Die Leute fahren gern Diesel, die kennen das. Mittlerweile muss man doch schon sagen, die Dieselmotoren sind schon, sorry, wenn ich hier ins Wort gefallen bin, aber du weißt, wie es ist, wenn du jetzt die Diskussion hier anregst, die kannst du nicht gewinnen. Also habe ich oft das Gefühl. Bin ich gar nicht deiner Meinung, dass ich die nicht gewinnen könnte. Erzähl mal, also, jetzt darfst du. Also ich frage mich jetzt gerade hier für unseren klassischen Handwerkerbetrieb, auch hier im lokalen Bereich, wenn jetzt da
der Betrieb irgendwo Fahrzeuggröße 5 bis 10 Fahrzeuge hat, also okay, ich kriege das hin von der Reichweite, dass die erstmal losfahren, den Tag über verbringen, aber abends kommen sie in Betrieb zurück, müssen dann nochmal aufgeladen werden. So, jetzt scheitert es, denke ich, bei 95% aller Betriebe an der Infrastruktur, 10 Fahrzeuge über Nacht überhaupt aufladen zu können. Nächstes Problem ist, viele Handwerker nehmen die Autos mit nach Hause. Das heißt, die kommen spät, auch noch, die fahren nicht mehr in die Firma, sondern die haben das vielleicht als 1% sogar laufen, müssen zu Hause aufladen, haben die Infrastruktur nicht dafür, haben vielleicht gar keinen Platz. Theoretisch ja auch zu Hause dann von ihrem Privatstrom aufladen. Da wird zwar mit Sicherheit auch eine Regelung für geben, Gibt's. Ja, du kriegst entweder 35 Euro oder mit Abrechnung, brauchst dann aber einen geeichten Zähler. Ganz genau. Ja. Ja. Die 35 Euro sind ja, denke ich, vernachlässigbar. Genau. Geeichter Zähler ist halt nochmal ein Thema, wo es eventuell dann doch scheitern könnte. Ja, das ist ST-Line. Aber ich gebe dir recht, ich feiere zurzeit auch einen Diesel, weil viele sagen, ja, der Diesel wird verboten. Da müsste ja der ganze Schwerlastverkehr müsste verboten werden. Und das sind ja die meisten. Guck mal auf die Autobahn, da fahren fast nur LKWs. Ja, ganz genau. Diesel-Loks, da hat noch keiner drüber nachgedacht. Deutsche Bahn AG. Ja, wird erstmal, ich sag mal, es wird halt immer erstmal auf dem kleinen Verbraucher abgewälzt, dieses Thema. So, wir schauen mal gerade. Ja, hier sehen wir aktuell Puma-Modelle, Puma ST-Line, eigentlich im Moment mit unser gefragtestes PKW-Modell. Haben wir auch in allen möglichen Ausführungen, ob jetzt Titanium, ST-Line, mit Rückfahrkamera, mit Assistenzpaketen in verschiedenen mit Farben. Mit Rabatt? Guck mal hier, ich fasse es nicht. Ich dachte, das wäre ein Dorf in Afrika irgendwo, dass es da kommt. Angebotspreis 25,9. Genau, 25,9. Die hier sind jetzt, der ist sogar noch aufwendig ausgestattet mit Fahrerassistenzsystemen und so weiter. Ja. So, also nochmal, wir haben heute den 12. September 2022. Zusammen mit Christian Hissler zeigen wir euch lieferbare Ford-Modelle. Und das ist nur ein Teil von deinem Lager. Wissen die Leute, die da los haben, eigentlich, was du hier machst? So ganz genau, oder denken die, du bist so ein kleiner Ford-Händler? Wahrscheinlich ja. Ich denke, die Leute wundern sich immer, dass halt viele Transporter kommen und wieder gehen. Also dass wirklich, Leute, die hier aus der Umgebung sind, merken ja, dass hier einfach immer ein Umschlag stattfindet. Wollen im Grunde ja mit deiner Hilfe auch immer noch mal eine größere Reichweite anbieten, weil wir vielleicht nicht strategisch den besten Standpunkt haben. Ja, also einfach von der Lage her im Vergleich jetzt zu manchen Ford-Händlern, die einfach im städtischen Bereich angesiedelt sind. Du kannst aber schon verstehen, dass der ein oder andere Händler, der hohe Kosten hat, sagt, ich kriege nicht genug Autos, warum soll ich die jetzt mit Rabatt verkaufen? Das kannst du schon nachvollziehen, ne? Ja klar, kann ich das nachvollziehen, logisch. Also Händler, Angebot und Nachfrage. Logisch, Händlern, die im Moment vielleicht auch schwierigere Zeiten durchmachen, bedingt durch Corona-Themen, durch Verfügbarkeitsthemen. Du stehst selbst hier in der Werkstatt schon mal eigentlich? Ganz genau, ja, nach wie vor. Wir sind ja gut, also wir sind wirklich exzellent durch die letzten Jahre durchgekommen und ja, klicken eigentlich auch optimistisch auf die Zukunft. Klein, aber fein. Ich muss sagen, auch dein Vater ist ja Ford-Händler aus Leidenschaft. Genau. Hier sind wir, Hissler, Ford Hissler, eine Rufnummer für mich? Ja, 06872 50020 und dann am besten einfach zu mir durchstellen lassen. Wenn man das googelt, gibt es nur einen Hissler? Ja, gibt nur einen tatsächlich. Auf also der wenn, Welt. Sie, wenn Sie Ford Hissler eingeben bei Google, kommen nur wir. So, ihr seid Neuwagen-Vertragshändler für Ford. Mal gucken, wenn wir das Video gesendet haben, wie lange das noch seid. Weil ganz viele Händler ja keine Waren kriegen. Wir wollen mal nicht verraten, wie du das geschafft hast, aber dein Autohaus ist voller deutscher Fahrzeuge, die sofort lieferbar sind, mit Rabatt. Und das finde ich schon sensationell. Vielleicht last but not least, hier stehen zwei Kugas. 31.900, kostet Liste 41.750. Sag mal, es sieht so aus wie vor der Krise hier bei dir, so ein bisschen. Ja, ist doch gut. Also Krise, wie gesagt, nicht wirklich in dem Sinne mitbekommen. So, sofort lieferbar. Und schreibt mal in die Kommentare in 10 Tagen, wie das hier ist beim Christian, ob er noch liefern kann. Mal gucken, wie es ist. Auch hier ein schöner, ein Ford Puma Hybrid. Die sind sehr gefragt. Ist das jetzt ein Aufladehybrid? Das heißt, ich kann eine Steckdose ranstecken? Nee, in der Tat nicht. Das ist Mild-Hybrid-Technologie beim Puma. Bedeutet, dass er im Grunde ein kleines 48-Volt-System mit an Bord hat. Größere Lichtmaschine, also funktioniert alles voll automatisiert. Der Kunde muss nichts dafür beitun. Das sorgt halt eben nochmal für einen besseren Kraftstoffverbrauch. Und sorgt dafür, dass man ein tolles Hybrid-Schild hinten drauf bekommt. Okay, ist aber im Grunde genommen kein Benzinmotor. Benzinmotor gibt auch keine 0,5%, sondern ist ganz normaler. Ist tatsächlich ein klassischer Benzinmotor. Bringt aber einiges, das ist so. Und vielen Dank fürs Einschalten. 24.650 Euro, auch hier 27.150.
gibt keine Förderung übrigens für das Auto, muss man auch sagen. Aber trotzdem wurde er gut verkauft. Vielen Dank, lieber Christian. Danke dir. Bis zum nächsten Mal. Und ja, rennt dem Christian die Bude ein. Er hat's verdient. Tschüss. Tschüss.